Einen wunderschönen guten Tag wünscht ihr euch, meine Damen und Herren, und ein herzliches Willkommen hier zu diesem neuen Video. Ich habe zum ersten Mal tatsächlich etwas über Bricklink bestellt in meinem Leben. Die restlichen Male hatte ich immer mit einem Kumpel zusammen was bestellt und das hier ist das Paket, was heute angekommen ist. Und zwar habe ich auch wieder was mit meinem Kumpel zusammen bestellt, aber diesmal halt über meinen Account. Das Ganze kommt von Galaxy Bricks. Und ich freue mich extrem gleich aufs Aufmachen. Das ist die Box, also ist nicht zu groß, war jetzt vom Preis her ungefähr bei 60 Euro insgesamt. Ich mache das Ganze jetzt einfach mal auf. Ich bin sehr, sehr gespannt. Ich habe halt persönlich noch nie eine Bricklink-Bestellung aufgemacht. Das ist also für mich jetzt auch das erste Mal. So, eine Seite aufmachen und irgendwo muss das gehen. So, zweite Seite auf und jetzt kann man hier unten noch was aufmachen. Und, oh Gott, wie macht man das denn? I'm a little bit überfordert. Das kriegen wir irgendwie hin. So. Ich möchte die jetzt auch nicht so kaputt machen wie hier Jangbricks oder so. Weil ich die Box gerne noch verwenden möchte. Weil da lassen sich immer ein paar coole Sachen einpacken. Ach komm. Jetzt stellt die sich aber an. Ah, so. Alles klar. Box ist auf. Jetzt öffne ich die einfach mal. Und mal schauen, was da alles so drin steckt. Hier haben wir auf jeden Fall erstmal das. Das gucke ich mir gerade mal an. Und das scheint die Bestellliste zu sein, was ich alles gekauft habe. Das, was ich mir online auch angucken kann. Theoretisch gesehen. Ja, es ist einfach nur die Liste mit allen Sachen, die ich mir gekauft habe. Und hier haben wir anscheinend noch einen kleinen Werbeflyer mit, ja, einfach, ach so, auf Deutsch und Englisch. Gut, das ist nun aber eben schnell durch. Und jetzt mache ich mich mal an die ganzen Teile, die hier drin sind. Ich packe die Box mal irgendwie hier so an den Rand. Also, erstmal ein paar Sachen, die für meinen Kumpel sind. Das ist ganz gut, die sind hier schön extra abgepackt. Und zwar sind das vom Star Wars Offiziersbeine, sowie hier auch die Oberkörper sind. 6 Stück von jedem müssten da drin sein und von daher relativ gut zusammenpassen. Hier haben wir dann noch die Köpfe. Haben wir noch 2 Köpfe. Die sind auch für meinen Kumpel dann. Ich habe vergessen, von wo die sind, aber das ist irgendwas mit Harry Potter gewesen, soweit ich weiß. So, was haben wir noch? Genau, da freue ich mich extrem. Und zwar ist das von Lego Hobbit der Bilbo Beutlin Schlüsselanhänger. Und zwar habe ich davon gleich 2 bestellt. Und zwar einen für mich und einen für meine Mutter, weil die extrem cool findet. Und da ist dann also auch einer davon in meine Sammlung gewandert. So, was gibt's noch? Was haben wir hier noch Cooles? Ich suche mal gerade noch nach Steinen, die für meinen Kumpel sind. Finde aber gerade nichts. Also fangen wir einfach mal an. Ich habe extrem viele Jumper bestellt. Hier haben wir in Reddish Brown. Hier haben wir in Dark Tan. Hier haben wir welche in Weiß, welche in Grün und in Blau, genau, und in, was sind das, Light Blue Gray, genau. Also diese ganzen verschiedenen Farben werde ich auf jeden Fall cool benutzen können. Ich freue mich schon extrem aufs Bauen. Ich habe damit ein spezielles Projekt vor, weiß noch nicht, inwieweit ich dazu komme. Ich habe gerade noch Dark Blue Gray gefunden. Also die sind auch noch mit dabei. Also alles diese 2x2 Jumper bin ich extrem glücklich. Das hier ist noch für meinen Kumpel. Genau, das sind 1x2 Jumper in Weiß. Das ist auch ganz cool, kann man auch immer schön verwenden. So, was haben wir noch? Gehen wir mal weiter. Das hier sind 100 2x2 Steine in Reddish Brown. Da freue ich mich auch sehr drüber. Es sind einfach mal normale Steine und ich bin im Moment ziemlich out auf normalen Steinen. Aber das ist ein persönliches Problem. So, jetzt haben wir hier diese Telescopes in Dark Brown, ist das, glaube ich, nennt sich das. Ich weiß nicht, könnt ihr wahrscheinlich erkennen. Das wird auch bei Minecraft verwendet als Fackeln zum Beispiel. Oder halt als irgendwie Fernrohr oder sowas kann man das gut mitnehmen. Und genau, hier sind noch 2x4 Platten in Rot. Ich weiß gar nicht, wie viele da drin sind. 6 oder so. 6 oder 8. Irgendwie so eine Zahl.
Und die zwei letzten Perks, die wir hier noch haben, sind einmal eins Steine, nee, Platten in hier einmal Trans Yellow und Trans Orange. Das hier sind genau 100 Stück und das sind leider nur 98 Stück, weil der Verkäufer leider nur 98 noch in seinem Shop hatte. So, die Box darf zur Seite. Hier haben wir dann die leere Box mit der Styropor, mit der Luftpolsterfolie drin. Und das ist alles, was ich eingekauft habe. Das Ganze, wie gesagt, kommt von Galaxy Bricks. Ich hoffe, der ist okay, wenn ich das jetzt hier so erwähne. Scheint ein cooler Shop zu sein. Ich werde natürlich nochmal überprüfen auf Vollständigkeit und alles. Aber es scheint mir auf den ersten Blick, ist zumindest sehr schön verpackt und so weiter. Also, freut mich sehr. Das war meine erste Bricklink-Bestellung. Ich bin super glücklich und werde auf jeden Fall dann nochmal auf Bricklink irgendwann mal was zuschlagen, weil ich wusste gar nicht, wie verdammt cool das ist. So, alles klar. Das, denke ich mal, war es dann auch mit dem Video. Ich werde gleich anfangen zu bauen und in dem Fall würde ich sagen, mein Name ist Patrick und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dann, haut rein und ciao.